Ja, und ihr mögt auch sicher alle Quickies, denn die nächsten Minuten beschäftigen wir uns eher mit drei kleinen News, die wir in einer zusammengefasst haben wollen. Und zwar beginnt jetzt einmal die Veröffentlichung des neuen Gran Turismo 6. Angekündigt wurde es und es soll für die PlayStation 3 2013 dann doch noch erscheinen. Hat sich ja bisher auch ganz gut verkauft, die Reihe. Von daher ist ein sechster Teil nicht so unwahrscheinlich. Was waren die offiziellen Zahlen? 70 Millionen der gesamten Reihe bisher. Richtig, 70 Millionen verkauft, wobei man jetzt, denke ich, am Spekulieren ist, ist Prolog und diese, ja, diese Demos kann man ja fast nennen. Also will ich das Prolog mal einfach mal bezeichnen, denn es gab ja zum vierten Teil Prolog, zum fünften Teil Prolog, die haben sich auch ja schon ordentlich, ja, haben ordentlich Absatz gefunden. Ich denke mal, die werden da mit reingezählt haben, aber gut, Gran Turismo. Trotzdem, wenn man überlegt, für eine exklusive, konsolenexklusive Reihe, ich glaube, der fünfte Teil alleine 10 Millionen Mal, Ja, das das ist ist richtig. schon heftig, ja. Das ist wirklich heftig. Und gut, ich sag mal so, also nach 5, 6 Jahren Entwicklerzeit von Gran Turismo 5 und ja, diesem ganzen großen Hype um dieses ganze Spiel herum mit den vielen Fahrzeugen, mit den großen Strecken, ja, sicherlich war es danach auch ein bisschen ernüchternd, wo man halt viel danach noch nachgepatcht hat durch diese In-Onboard-Kameras, dass die schlechteren Fahrzeuge nicht gut aussehen. Bin ich mal gespannt, wie der sechste Teil letzten Endes wirklich als Diamant herauskommt oder wieder als Kohle, so wie der fünfte. In ungepresster Form. Ungepresste Form, wo man halt alles nachpatchen muss, ne? Verstehe. Na, wer weiß, eventuell, es gibt ja die Spekulation oder die Möglichkeit, dass es vielleicht zusätzlich etwas später auch für die PS4 kommt. Theoretisch hat man da ja ein bisschen Power, um dem Ganzen vielleicht ein bisschen mehr Glanz zu verschaffen, dem polierten Diamanten. Richtig, das ist natürlich auch gut möglich, denn für die PlayStation 4, da ist dann natürlich nochmal ordentlich Leistung rauszuholen. Ja. Und wenn man jetzt, sag ich mal, beim fünften Teil denkt, 1200 Fahrzeuge, und ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Strecken das gewesen sind, aber es werden wahrscheinlich bestimmt 30 gewesen sein. Da bin ich überfragt. Nicht Ja. meine Spielsorte. Ah, ja, aber es waren auf jeden Fall über 1100 oder 1200 Fahrzeuge und ja, wenn man dann den sechsten Teil vielleicht dann mal sieht auf PS4, frage ich mich, was für Autos die noch dazu packen. Ja, Und Kombi-Version ja. in Grün. Genau. Ja, vielleicht kommt da ja wieder dieses Online-Kauf wieder zum Greifen dann, ne? So Farbenkauf, Paletten, Sprühdosen, Farbpalettenkauf, genau. Sprühdosen. Lackier dein Auto selbst. Dauert auch nicht lang. Möglich. Möglich, möglich. Ja, werden wir mal drauf gespannt sein. Gran Turismo 6, auf jeden Fall gehört das mit zu unseren kleinen News, die wir mit reinbringen wollten. Gleich danach gibt es eine News, worüber wir uns auch noch sehr gefreut haben. Und zwar ist das über Among the Sleep. Jo. Ein Kickstarter-Projekt, wo ich sehr sage, ich glaube, da geht der Trend schon fast hin, dass so kleine Entwicklerstudios wie Quillbyte Studios da ja einfach mal die Community fragen, unterstützt uns doch bitte. Wir wollen ein Spiel veröffentlichen. Ich bin wirklich sehr begeistert darüber, wie alle mitmachen und wie hier sehr helfen. Ja, Das könnte gut werden. also generell stimme ich dir absolut zu. Nicht nur generell, sogar auch im Detail. Oh, Wir hatten es danke. ja vorhin schon mal kurz unterhalten. Es gibt jetzt eigentlich, wenn man es so genau nimmt, nur noch drei große Studios. Oder Studios falsch, sagen wir mal Publisher. Publisher, ja. Da haben wir EA, Ubisoft, Square Enix. Und alles, was da nicht mit reinfällt, zählt ja eigentlich fast schon als Indie-Titel. Ja, Mit richtig. Ausnahmen natürlich, aber im Großen und Ganzen war es das. Und ich sage, die Indie-Titel sind heute wichtiger als je zuvor, einfach um die Vielfalt zu erhalten. Wir hatten ja schon gehört, Sony legt jetzt mehr Wert auf die Indies. Wir haben es sogar erfahren durch die Kategorie, die jetzt im PSN Store mit drin ist, durch die Titel, die auf die Vita kommen.
Und ja, wie erst letztens Krillbyte Studios angekündigt haben, wollen die wohl auch, dass ihr Among the Sleep auf die PS4 kommt. Zumindest sind sie in Gesprächen mit Sony. So die ganz offizielle E-Mail an die Unterstützer von Among the Sleep. Ja. Würde mich nicht natürlich freuen. Ja. Also definitiv. Also ich finde das auch ganz gut. Ich denke auch, so könnte man auch Demokratie durchführen. Denn ja, man fragt die Leute, was sie wollen. Absolut. Ja, macht ja auch mehr Sinn, denen schon mal zu zeigen, guck mal, hier drum geht's. Möcht ihr gerne Geld lassen oder nicht? Und ja, ich finde es voll in Ordnung. Also auch von Atmosphäre, wenn man die ersten Videos gesehen hat von diesem, ja, von dem Teil, von dem Spiel, dann Ja. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, auf unserem Newsportal gibt es ja die News zum Goldstatus in Anführungsstrichen. Goldstatus ist falsch, weil es geht eigentlich um das erreichte Kickstarter-Ziel. Also man hat die 200.000 Euro, die benötigt worden sind, Entschuldigung, Dollar, nicht Euro, Dollar, ja. die benötigt worden sind, um das Spiel zu finanzieren, überschritten. Ich glaube, beim letzten Stand war es 244.000, irgendwas um den Oh, Dreh herum. da kann man noch ein DLC für machen. Da kann man auch ein DLC für machen. Also genau genommen hatten die sogar eingestuft, was stückchenweise kommen soll. Ja. Generell schaut so aus, dass momentan bestätigt ist, dass hier, ja, ist für uns weniger interessant, aber es gibt ja diese, ja, halb Konsole, halb Peripherie, diese Virtual Reality Brille. Wie nennt sie sich? Oculus Rift. Die wird definitiv unterstützt bei dem erreichten Geld, das momentan vorhanden ist. Also mal gucken, was noch extra dazu kommt. Ja, Und das richtig, heißt richtig. ja Also nicht, dass das. Leute nicht aufhören oder dass jetzt Leute aufhören müssen, Geld zu spenden. Das Kickstarter-Projekt ist halt rum. Richtig. Jeder, der will, kann nach wie vor sich dazu tun. Ja, richtig. Ja, und dann, ich sag mal so, du hast dann dadurch natürlich auch den Vorteil, dass du, je nachdem, wie viel du gespendet hast, nicht nur auch den ersten Einblick bekommst auf die Alpha. Version, sondern du wirst danach ja auch sogar noch gefördert. Ich glaube, wenn du mehr als $100, glaube ich, investierst, dass du dann danach auch noch weitere Einblicke hast auf das Spiel, auf das Projekt selber dann, ne? Ja. Also Finde ich generell richtig. staffeln die bei Kickstarter das oft so, je nachdem, wie viel Geld du spenden möchtest, hast du bestimmte Vorteile. Bei Spielen guckt es oft so aus, dass du ab einem gewissen Betrag einfach eine kostenlose Kopie vom Spiel bekommst, falls es zustande kommt. Da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Dann kann es noch passieren, wie zum Beispiel kriegst du einen Soundtrack dazu ab einer bestimmten Staffel und bekommst eventuell Zugriff auf deren Foren und so weiter, ein T-Shirt etc. Hier hast du recht, bei $100 war angesetzt die Grenze. Wer das oder mehr spendet, bekommt exklusiven Alpha-Zugriff. Interessanterweise, zusätzlich zu dieser exklusiven Alpha-Version hatte Krillbyte eine freie, öffentlich zugängliche Alpha-Version angeboten. Die Links dazu findet ihr auch bei uns auf der Seite. Das heißt, wenn ihr wollt, geht einfach da drauf, klickt drauf, lädt es herunter und ihr könnt es einfach mal anzocken. Ist soweit wirklich sehr nett. Ja, wunderbar. Ja, dann die nächste kleine Happen, den wir euch nachreichen. Da müssen wir uns gleich da eine kleine Spoilergefahr mit reinbauen. Also wer das jetzt nicht hören will, sollte sofort Ende drücken oder Pause oder weg vom Video, denn es geht um Infamous the Second Son. Wir haben euch die News gebracht, warum das Spiel so wird, wie es wird. Ja, Ja, warum Donnerkäse, wird's wie wird's denn so? denn? Ja, also generell muss man dazu sagen, und hier nochmal, hier kommt der Spoiler. Wer den zweiten Teil noch nicht gespielt hat, jetzt bitte ausschalten. Es Jetzt. gibt nämlich theoretisch zwei alternative Enden. Einmal das gute und das böse Ende, während im bösen Ende man sich natürlich auf die böse Seite schlägt. Gibt es im guten Ende ein, ja, eine böse Überraschung, nämlich stirbt Cole, der Hauptprotagonist der ersten Spiele. Nicht nur er, sondern nach der Erklärung alle Conduits, also die Menschen mit besonderen Fähigkeiten, die werden alle von der Erde geswiped.
gibt es nicht mehr. So zumindest die Erklärung. Wenn wir jetzt dem Entwickler Sucker Punch zuhören, dann hat man als Spieler selbst mit der Entscheidung gutes oder böses Ende, das haben die anscheinend an den Trophies herausgefunden, hat man sich daran festgelegt, wie denn der nächste Teil entstehen soll. Und offensichtlich hatte er sich eine Mehrzahl, die Mehrheit der Spieler, für das gute Ende entschieden. Sprich, 80%. Alle sind tot. Also alle Conduits. Das ist ein bisschen ein Problem, finden die meisten. Weil wenn alle Conduits tot sind, wo kommen denn die ganzen Conduits oder Bioterroristen, wie sie jetzt heißen, her? Ja, die Erklärung ist wohl, dass diese Schockwelle, die für den Tod der Conduits verantwortlich war, nicht so weitreichend war, wie man es ursprünglich gedacht hatte. Ist ein bisschen lapidar erklärt, so viel will ich auch eingestehen. Auch wenn ich zugeben muss, ich habe mir es natürlich danach nochmal angeguckt und Punkt 1, von dem Ende erzählt ja eigentlich Sieg. Also der Kollege, der Helfer, das Mündel von unserem lieben Cole. Und er erzählt es natürlich aus seiner Sicht. Er war ja in der Stadt, in der das ausgelöst worden ist. Und sogar während er erzählt, hört er oder erklärt er, dass in den Nachrichten erfahren wurde, dass sogar im Ausland Menschen oder Conduits gestorben sind, die nicht mal wussten, dass sie Conduits waren. Da könnte man natürlich den Punkt hineininterpretieren, dass, okay, so weit bekannt. Und alles, was über dem hinausgeht, ist halt unbekannt, könnte also noch welche geben. Wie gesagt, ist ein bisschen lapidar, so tolle Erklärung, nee, hätte man sich was Besseres einfallen lassen können. Ja, aber ich sag mal, mir fällt das auch gerade ein. Also es ist ja auch so, dass Cole sowieso ja eine Generalüberholung bekommen hat zwischen ersten und zweiten Teil. Sollte nicht hat. Genau, man hatte eine alternative Erscheinung für ihn entworfen. Und dann gab es den Shitstorm von den Fans und die haben sich zurückbesonnen und gesagt, okay, machen wir eben den Cole so, wie er früher war. Da bin ich mal gespannt, wie dann der Ansturm ist auf Second Son, der Story-Ansatz dann. Wer sich darüber dann aufregen kann, naja, die Welt ist groß. Also wir wissen es ja, bei allen Neuinterpretationen, Reboots oder alles, wo einfach zu krasse Änderungen stattfinden, gibt es immer Fans und Leute, die von da an nicht mehr mitspielen. Reden wir von Resident Evil Spielen, reden wir von Devil May Cry als Beispiel. Da gibt es einige Beispiele, die wir nennen könnten. Ja. Es wird auf jeden Fall die Gemeinschaft spalten, so oder so. Richtig. Aber letzten Endes werden sich die meisten sowieso wieder darauf zurückbesinnen, was Infamous dann eigentlich ausmacht. Und das ist halt nun mal das Gameplay, die Freiheiten, die einem dort geboten werden. Gerade nicht nur diese Gut- und Böse-Geschichte, sondern ja, der Umfang ist einfach dann da gegeben, eine ganze Stadt für sich zu haben. Und ja. Also ich sag, gerade das Entscheiden zwischen Gut und Böse war ja immer ein essentieller Teil in Infamous. Was ich jetzt besonders interessant finde, nachdem wir es bisher in den News-Snippets, wie sie rausgekommen sind, schon angekündigt worden ist, Deslin, der neue Held, 7 Jahre nach den Ereignissen von dem Ende des zweiten Teils, der hat ja offensichtlich eine sehr interessante Fähigkeit. Ich meine jetzt nicht diese Rauchfähigkeiten, sondern das ist ja nur seine erste. Seine eigentliche Fähigkeit ist ja die Fähigkeiten von anderen Conduits oder Bioterroristen, wie man sie jetzt nennen möchte, je nachdem auf welcher Seite man steht, diese Fähigkeiten zu absorbieren. Das heißt, man wird wahrscheinlich im Laufe des Spieles auf nicht nur eine, sondern eine Vielzahl von Fähigkeiten stoßen. Und da bin ich schon sehr gespannt, was auf mich zukommt. Ja, und dann natürlich auch mit der neuen Grafik, wie groß der Umfang dann wird, neuer Umfang, die Technik, wie das dann alles herausgebracht wird, wie das dann nachher alles aussieht. Also aus dem Trailer sah es ja schon sehr gut aus. Kann man auf jeden Fall auf eine Bombe hoffen. Kann man eine Bombe erwarten, denke ich. Das war's zu unseren Quickies, das war's zu unseren eigentlichen News und zu der heutigen On-Air-Ausgabe. Ich hoffe, die Quickies haben euch gefallen. Ja.
Bitte reden Sie weiter, Herr Donnergies. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, die Quickies waren für euch auch so erquickend und erfreuend wie für uns. Wir können natürlich gerne wieder weitermachen, aber das war es erstmal für heute. Ja, wir wünschen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Ciao.